Ja, natürlich wollen wir den Punkt, den wir in Münster geholt haben, natürlich mit dem Dreier zu Hause dementsprechend aufwerten. Dazu steht personell außer Andreas Hoffmann, Ozan Aydogan und Kai Bülow der ganze komplette Kader zur Verfügung. Ist nichts dazugekommen. Und ja, wir freuen uns auch auf das Spiel, auf ein Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten. Und da wollen wir euch alles abrufen, um die Punkte hier im Wildpark zu behalten. Wir freuen uns alle auf das Spiel gegen Magdeburg. Wir wissen, dass mit Magdeburg der Tabellenzweite und sehr starker Gegner auf uns zukommen wird. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir eine heimstarke Mannschaft sind, dass wir die letzten drei Spiele gewonnen haben. Und ich denke, wir können da mit breiter Brust auflaufen. Und wir wollen Magdeburg direkt zeigen, von Anfang an, dass es im Wildpark nicht zu holen gibt. Und ja, wir werden alles dran setzen, zu gewinnen. Aber Magdeburg ist eine gewachsene Mannschaft. Magdeburg spielt schon länger zusammen. Man sieht das, wie Sie auch gesagt haben, eine sehr konstante Mannschaft, eine stabile Mannschaft. Sie haben 10 Siege, Sie haben 30 Punkte. Von den 10 Siegen haben Sie 7 Mal zu null gespielt. Das sieht man, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Deswegen wird es eine schwere Aufgabe, aber auch eine schöne Aufgabe. Und auf die schöne Aufgabe freuen wir uns. Er ist wie die anderen Spieler auch, die Fitze, eine Option für uns. Wir wissen, der Anton hat ja gekränkelt im Heimspiel gegen Würzburg, ist dann erst Mitte der Woche eingestiegen. Deswegen habe ich ihn auch in Münster erstmal draußen gelassen. Und jetzt hat er die Woche mal durchtrainiert. Wir hoffen, es bleibt so. Und dann ist der Anton für uns natürlich ein wichtiger Spieler. Ein wichtiger Spieler in seiner Art und Weise, ein wichtiger Spieler in seiner Effektivität. Und dann schauen wir mal, was wir am Wochenende machen. Ja, wenn man es alles schnell erklären könnte, man hat sich zusammengesetzt, man hat auch dieses Spiel analysiert. Manchmal gibt es einfach so einen Bruch, und das habe ich ja gesagt, dass wir vielleicht noch nicht ganz da sind, wie ich es mir vorstelle. Die Stabilität und die Konstanz, vor allem die Konstanz, mal über 90 Minuten hinzukriegen. Wir kriegen es zurzeit immer, ja, über 45, über 60 hin. Aber das geht anderen Mannschaften genauso. Ja, denn mein Leistungsabfall. Gladbach führt 1-0 zu Hause und kriegt 5 Stück in der Halbzeit dann gegen Leverkusen. Ein Leistungsabfall. Ja, hätten sogar höher führen können. Wir machen das zweite Tor nicht, das ist unser Problem. Wir müssen da das zweite Tor machen. Wenn wir das zweite Tor machen, gibt es uns mehr Brust, mehr Sicherheit. So hat der Gegner immer die Möglichkeit, durch ein Tor wieder voll im Spiel zu sein. Und vielleicht war da auch ein bisschen Angst dabei, den ersten Auswärtssieg mitzunehmen. Dann werden einen Schritt nach hinten gemacht statt nach vorne. Und das hat dem Gegner Übergewicht bekommen, und das müssen wir halt lernen, auch da den Schritt weiter nach vorne zu machen, um besser vom Tor wegzuhalten. Also so weit blicke ich noch gar nicht aufs ganze Jahr. Ich muss jetzt auch bei uns erstmal, wir haben ja gesagt, 3 € oder 5 € sind schon ins Phrasenschwein von Spiel zu Spiel gucken, und jetzt schauen wir erstmal, dass wir unsere Aufgaben machen, und wer da oben dann irgendwo das letztlich bis zum letzten der Spieltag hinhält, das gucke ich noch nicht hin. Ja, das ist eine Mannschaft, die einfach die Basis legt. Ja. Wenn man von den 10 Siegen 7 Mal zu null spielt, dann ist es eine Basis, und dann macht man Punkte. Und das schaffen sie gut. Da sind sie eingespielt, da sind sie kompakt. Und da spielen sie typisch vielleicht wie eine Drittligamannschaft. Ja. Sehr effektiv. Ich glaube, jeder Ballverlust ist ärgerlich, ja, weil da muss man wieder hinterherlaufen. Und letztendlich werden immer wieder individuelle Fehler in jedem Mannschaftsteil ein Spiel entscheiden. Fußball ist ein Fehlerspiel, Fußball ist das größte Fehlerspiel. Können Sie jede Mannschaftssportart durchgehen, aber die meisten Fehler passieren im Fußball. Wir versuchen sie zu minimieren, wir weisen darauf hin, und wir hoffen, dass wir sie schnell abstellen. Ich denke einfach, dass wir uns die letzten Wochen defensiv und in der Abwehr sehr stabilisiert haben. Und ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt. Ja, dass wir jetzt langsam Sicherheit bekommen, dass wir ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen und dass es jetzt gerade zu Hause gut läuft. Und ich denke, ja, dass es einfach so weitergehen muss und dass wir einfach einen Auswärtsdreier mal holen müssen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Und ich denke, ja, der Rest kommt dann von ganz alleine.